AS Roma gegen Napoli. Für Napoli jetzt noch das dritte Spiel. Napoli ist Italien. Für Rom das letzte, oder? Für Rom das letzte. Napoli hat 6 Punkte, dem würden ein Punkt reichen für die erstmalige Qualifikation. Letzte Möglichkeit. Kleine Umstellungen gibt es hier. Hier bleibt man so, man vertraut auf den Stamm. Das wäre natürlich für Napoli super oft. Aufgestiegen sind sie ja noch nicht, wenn überhaupt schon. Mann, das war der erstmalige Aufstieg dann. Aber den kann ihnen Roma noch versauen. Oder Prag. Oder Prag. Gesagt, ein Punkt würde reichen. In der italienischen Gruppe, wo schon Rom gegen Inter gespielt hat und Inter knapp gewonnen hat. Oh. Jetzt aber. Jetzt ist er drin. Besiegte erstes Turniertreffer. Glaube, da ist ja Mertens diesmal im Turnier besser gestartet. Ja, da hat schon zwei. Was für ein Traumschuss, Alter. Apropos Traumschuss, ich bin gespannt, was für Vorschläge für das Tor der Runde eintreffen.
ich sage mal, so wirklich spektakulär wie in FIFA 19 haben wir bis jetzt noch keine Tore geschossen. Weiß ich jetzt gar nicht. Zeig doch. Ups. Ja. Schicker Mann. Der profitiert hat. Ja, Neapel in diesem Turnier auch richtig gut drauf eigentlich bis jetzt. Kann jetzt nichts verschreien. Ja, da haben sie alles in der Hand. Ja. Stark davon. Solche Chancen muss man halt trotzdem machen. Oma wäre froh, wenn sie solche Chancen hätten. Das stimmt. Jetzt. Nein, jetzt geht er. Weiß nicht, ob das gelb ist. Ja, Rom oder Krakau, beide würden etwas wehtun. Wobei ich finde natürlich, Krakau würde mir mehr wehtun. Solche Chancen muss man halt dann machen. Wo man erst ein Tor erzielt im ganzen Wettbewerb. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, Rom hat einen Torhänger, eindeutig. Schon wie gegen Inter. Zahlreiche Chancen, auch hier wieder zahlreiche Chancen. In Chelsea war es genau, glaube ich, dasselbe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Macht ja nichts. So, einen Wechsel macht man mal ganz sicher. Der ist mal zu gefährlich.
Meister. Ich habe schon gedacht, übernimmt den Ball jetzt gar nicht mehr. Weil er war jetzt der Goalie nämlich schön ausgespielt von der Seite her. Bist du gerade nicht schön? Herr Jesus, der hat auch das erste erzielt. Aber das hat er jetzt sehr schön gemacht. Ja. Ja, wenn es nicht spektakulär ist, gibt es halt solche Tore Anwärter. Oder der von Genau. Mertens zuerst. Ja, irgendwas wird schon geben. Du bist immer vorab informiert. Genau. Nur dabei habe ich nichts bekommen noch. Aber es wird schon werden. Roma, Roma, Roma. Letztes Jahr eingestiegen. In der Horrorgruppe. Und dort, glaube ich, gleich bis ins Achtelfinale gegangen. Und schießen sie mit 0 Punkten und mit dem Rücken zur Wand. Oh. Perotti hat sich da wirklich stark durchgesetzt und dann wieder ist Jesus zur Stelle. Ist der Torbahn geknackt, aber wenn zu spät. Nein, hat er nicht genommen. Haben wir da gehabt?
wir das so. Alter, das ist abartig. Ich muss wirklich nachschauen bei Commons, Alter. Commons ist bei mir immer schwarz. Ja, ein Tor eigentlich dazu mal. Dann ist ein Punkt da mal da. Nein, Alter. Stark. Stark, Jesus und Parotti. Aber nicht drinnen, oder? Boah, das kann schon. Nein, sein. Alter, der war echt drinnen. Ja. Scheiß doch die Wand an. Das gibt's nicht. Alter, yes, wieso schießt der denn nichts weg, Alter? Ficker, Alter, schieß ihn weg, Alter. Nicht annehmen, weg irgendwie. Ist da jetzt wirklich der Knoten aufgegangen beim Torschießen oder was ist hier los? Alter, so weghauen, so haut man weg, Alter. 3 zu 3. Jesus, ist ein Goal. Jesus! Partie gedreht, Wahnsinn! Wahnsinn! Ja, bin ich im Goal gestanden, Alter. Alter! Wahnsinn, 5 zu 3! Wahnsinn. Ihr habt euch hier nicht gemacht, ich so verdient, Alter. Puh, jetzt ist Krakow natürlich mit dem Rücken zu uns.
Ist sich Napoli jetzt selber im Weg?